Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meinem Folge. Hier geht es heute wieder los. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr viel weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. Und ich habe wieder schon mal ein paar Dinos benannt. Einmal hier unsere Spinne, die heißt Slider. Wahrscheinlich von Spider. Aber naja, ist egal. Slider ist auf jeden Fall gar nicht so ein schlechter Name. Den nehmen wir auf jeden Fall für die Spinne. Und dann haben wir hier noch für die Krabbe Mr. Krabs. Passt auf jeden Fall auch. Und ich habe etwas richtig Gutes gesagt bekommen in den Kommentaren. Nämlich, dass ich mal, dass ich ja die Pokéball-Mod drauf habe. Und damit könnte ich ja Dino in Pokéball packen und dann stirbt er nicht mehr. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hätte ich eigentlich auch mal selber drauf kommen können. Aber hier sind so viele Mods drauf, dass ich gar keinen Überblick mehr habe, was ich überhaupt alles benutzen sollte und was nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine super gute Idee. Und das machen wir, glaube ich, mit Mr. Krabs. Den packen wir in Pokéball. Und dann greifen wir damit alle Bosse an und probieren einfach mal rum. Weil da kann eigentlich ja nichts schief gehen, oder? Also so ist zumindest der Plan. Ich hoffe, dass es so aufgeht. Wir machen mal das Ding und das Ding und dann, ich will den eigentlich in den Meisterball packen, einfach weil es cooler ist. Kann ich die auch so craften? Habe ich die schon gelernt? Heißt die Master Ball oder so? Ja, Master Ball. Warum kann ich die nicht machen? Hä? Ich hab doch Ball eingegeben. Ah, nee, ich hab Poker eingegeben, ne? Ah, okay, du hast gewonnen, diesmal. Kann ich die machen? 5000 Element Shards. Och, nö. Hyperbälle? Wie heißt die auf Englisch? Ultraball heißt die auf Englisch, ne? Okay. Die kann ich machen, oder? Ja, easy. Da mache ich halt einen Hyperball. Ach, Mann. Meisterball wäre ein bisschen cooler gewesen vom Aussehen her. Aber jetzt sind wir halt einen Hyperball. Hier, so. Ich hoffe, das klappt auch. Nein. Pokéball. Alter, easy peasy, oder? Oder? Wo ist der? Weiß immer im Inventar, okay. Oh Leute, ich dachte so, hä? Ich habe doch den Hyperball unten in der Hotbar gehabt. Warum ist der jetzt nicht wieder da drin? Aber der ist einfach im Inventar dann. Okay, das ist schon mal gut. Und die Dinger, die stellen wir hier auch irgendwo auf. Die können wir sogar einfach so auf den Boden stellen. Das ist ja bei unserer Base ganz vorteilhaft, dass wir Sachen auf den Boden stellen können. Hier, da stehst du einfach mitten am Strand. Und du auch. So, dann können wir den nämlich wieder heilen, hoffentlich. Und dann wird alles super. Denke ich. Von daher werden wir heute wahrscheinlich gegen Bosse kämpfen, wenn wir welche sehen, sofort gegen Bosse kämpfen. Ich habe crazy Dinos runtergenommen, deshalb ist doch Free Willy weg. Free Willy Rip, Alter. Aber dafür spawnen richtig viele Myth-Dinos. Ich habe sogar auf unserer Insel schon einen gesehen, den ich glaube ich ganz gerne zählen wollen würde. Das war ein Myth King Kong, da können wir gleich mal eben fix hinrennen. Ich weiß auch nicht, ob der so super gut ist und ich glaube aber, den haben wir noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich aber noch gesehen habe, ist noch einen von denen hier, von Wukong. Den würde ich auf jeden Fall zählen wollen, der ist Level 1500 oder sowas. Und dann will ich probieren, ob wir die paaren können. Das wäre auch mega gut, weil dann kann halt auch nicht so viel schief gehen. Ich denke mal, die kommen dann groß raus, weil wir das mit dem Transmitter, aber diesen Mutatoren machen. Und ich glaube, die würden dann direkt groß geboren werden. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Babys rauskommen. Aber dann hätten wir halt neue davon und das wäre auch mega gut. Dann habe ich noch irgendwie so ein Pferdchen gesehen, was ich auch gerne zählen wollen würde. Also jetzt ist mega viel auf dem Server, das ist einfach so nice. So. Gehen wir mal, rennen wir mal hier so lang und ich glaube, dann kommen wir schon gleich zu dem Affen. Und dann gucken wir mal, was wir doch so finden. Ich hoffe, dass jetzt richtig viele Bosse spawnen und so auch. Hä, was war das? Oh, okay, nur so eine mega Neura. Ich dachte schon, was blockt mich da jetzt? Was ist euer Problem? So. Hier seht ihr, einfach auf unserer Insel ist was gespawnt. Das ist halt so cool. Das Einzige, was nicht so cool ist, ist, dass ich nicht so leicht an die Tentakel von diesen Tusotoys wieder rankomme, weil die nicht mehr hier so rumfliegen wie vorher. Hey, na? Ah, du bist so Level 62, du bist ja voll der Larry. Oh, das habe ich vorher nicht nachgeguckt. Aber egal, komm, wir nehmen auch Larrys auf, ab und zu mal. Komm her! Komm jetzt her, ich will keine Bären sammeln. So. Nice! Myth King Kong ist am Stissel. Und bist irgendwie. Oh Junge. Ich guck mal eben, ich will einmal wissen, ob wir noch Bär auf der Insel spawnen. Weil das kann gut sein, dass jetzt hier ordentlich was los ist bei uns. Da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Weil vorher sind hier schon ab und zu welche gespawnt. Aber bis jetzt sieht es ganz still aus. Junge, der ist echt ganz cool, aber ich glaube, der ist halt nicht so stark. Und mir wurde ja gesagt, pro Kästchen, was der Dino in seinem Namen hat, desto stärker sind die. Und meine Harry Crab, ich bin vorhin auf den Server gekommen und da hat er alle Namen angezeigt von diesen super guten Dinos. Und diese Harry Crab hat bestimmt 20 von diesen Kästchen im Namen. Also wenn das echt so ist, ist meine Harry Crab komplett OP. Aber ich weiß ja nicht, ob es so ist. Das werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit mal testen, ob es so ist. So, hier bist du Affe. Die stellen wir wahrscheinlich mehr als Deko hin. Du bist nämlich gar nicht so krass, glaube ich. Also, siehst mega cool aus. Hast einen coolen Helm auf.
Und deine Zähne gucken da so unten drunter durch. Ich weiß nicht. Okay, vielleicht siehst du doch merkwürdig aus. So. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zu den anderen beiden Tames. Die stehen nämlich ziemlich genau nebeneinander irgendwo oben links in der Map. Das sollen wir eigentlich easy wiederfinden, irgendwo im Eisgebiet. Und dann treffen wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe hier schon mal unseren Affen gesehen, den wir haben wollen. So, welches Level ist der jetzt genau? Zeig mir das an. Welches Level? Oh Mann, warum denn nicht? Irgendwas mit 1400, glaube ich, oder? Ich will, oh Mann, zeig mir das doch an. 1540 sogar. Okay, und mit dem können wir dann gleich den Boss schnell verprügeln. Aber ich habe hier irgendwo so ein Pferd gesehen und das hätte ich auch super, super... Oh mein Gott, hier ist wieder so ein Boss. Hier ist wieder so ein Boss, Leute. Das, und hier ist das Pferd. Oh, nice. Okay, ich will erst das Pferd haben, zur Sicherheit. Nicht, dass ich den hinterher mit meinem Affen verprügel, weil ich kenne mich. Ich bin immer ein bisschen unvorsichtig. Und dann auf einmal ist er einfach tot und man weiß nicht warum. So, kann ich dich hier wegporten? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Aber egal. Ab nach Hause mit dir. Naja, und Larry, pass auf dich auf. So. Und das Pferdchen, wo ist das Pferdchen jetzt hin? Ah, da hinten. Okay. Ist das nicht das Pferd, was mich am Anfang mal getreten hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Pferd ist, was mich am Anfang mal getreten hat. Und er fliegt direkt über den Boss. Ich weiß nicht, ob das... Oh Mann, was tue ich hier schon wieder? Nee, ey. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen, Leute. Guckt euch den mal an. Der sieht schon so aus, wenn er mir gleich eine gibt. Ja, ich weiß, dass hier ein Boss ist. Oh, der tritt mich. Au! Oh Mann! Oh, ich wusste es. Kann ich jetzt meinen Teleporter benutzen, obwohl ich nicht mit teleportiert bin? Also, dass ich da wieder hinporte? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es mal probieren. Oh Mann, da... Das war ja schon wieder grandios. Oh Mann, diese Pferde, ne? Die bringen mich hier noch. So, wir probieren es einfach mal. Geht das? Geht das? Das wäre mega cool, wenn das gehen würde. Oh, das geht! Obwohl ich selber nicht mit teleportiert bin. Ja, nice! Vielleicht hat das Pferd mich jetzt auch schon wieder vergessen. Ich bin nackt. So. Also zwei Bosse direkt nebeneinander und drüber ist das Pferd. Oh. Oder ist das Pferd hier noch? Pferdchen, wo bist du? Oh, die ganze... Was? Hä? Oh, ich dachte, da hätten wir noch irgendwas gewesen. Ich sehe das Pferd nicht mehr. Och, nö. Okay, dann holen wir uns erstmal den Affen. Und hoffentlich geht das gut. Und dann verprügeln wir mit den Affen die ganzen anderen. Ja, ich weiß, ihr habt alle so coole Musik. Ist ja gut, ey. Wir können bald eine Rockband aufmachen mit dem Affen. Oh, Junge. Die Musik ist auch gar nicht laut. Hey, da. Rudi, wir müssen jetzt gleich mal alle wegprügeln. Die Musik geht mir auf den Sack. Ist das okay? Ja, danke. Easy peasy. So. Und weg mit dem, bitte. Danke. So, will noch jemand auf den Sack? Ist es überhaupt derselbe Affe, den wir haben? Ich habe keine Ahnung. Mann. Ich glaube schon. Aber treffe ich den nicht? Ah, geht doch. So. Und der ist schon ausgelevelt. Oh mein Gott. Wollen wir mit dem gegen den Boss antreten? Ich würde ihm lieber vorher einen Pokéball drauf werfen, glaube ich, zur Sicherheit. So, Rest packen wir. Ein bisschen Movement Speed auf jeden Fall. 300 oder so. Und Leben. Kann ich hier wohl so spontan einen Pokéball machen? Was kosten die Dinger? Ledermetall. Also ich könnte es halt easy zusammensuchen, wir mal eben schnell. Aber ich überlege mir so, sollte wirklich was schief gehen? Könnte was schief gehen? Ich schicke die einfach nach Hause und hol die Krabbe raus. Wow, 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 Rudi. Was hast du hier vor? Achso, du rennst um mich rum, weil du auf Hollow bist. Ich das schon. Hä? Was ist dein Problem? Okay. Junge, der hat übel viele Kästchen. Der hat 8 Kästchen. Ist das echt so? Junge, wenn ja, dann ist er übel crazy. Harry Krabs, du bist dran. Los. Ah, Mr. Krabs heißt du ja jetzt. Mr. Krabs, darf ich mal hier dich reiten? Oh, das klingt auch ein bisschen falsch. So, hallo?
Oh Mann, lass mich drauf. Ständig komme ich da nicht dran jetzt. Oh nein, ich muss echt am Kreis. So komisch irgendwie. Ja, am Kreis, okay. So, wollen wir mal gucken, ob der noch so stark ist wie gestern. Ich hoffe, dass er noch so stark ist. Auf einmal hau ich nicht mehr. Was ist jetzt so los? Hä? Och nö. Sag mir nicht, der ist jetzt verbuggt wie in die Pokéball. Der backt immer wieder zurück. Ach nö. Oh, backt er hier in irgendeinem Baum oder sowas? Bitte sag mir, dass es nicht verpackt ist jetzt. Oh nein, dann bin ich so traurig. Ich kann hier gerade nicht mal reiten. Okay. Ich kann nicht hauen. Leute, ich kann nicht hauen. Aber ich kann die Pokéball-Effekte wieder runter machen, oder nicht? Jetzt? Vielleicht? Bitte? Oh nein, wenn ich den verbuggt habe, dann weine ich. Ich kann gerade. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, nö, ich kann nichts machen. Der C-Angriff kann ich noch machen. Warum kann ich C noch machen? Aber links und rechts klingt nicht. Ja, ich weiß, dass du sauer bist. Och, Leute, ich auch. Nö. Und jetzt ist mein Hyperball auch noch weg, oder was? Warum? Meinst du, das ist besser, wenn ich mich einmal wegteleportiere und wieder herteleportiere? Ich will doch nur die Bosse da wegklatschen. Oh, nicht mein stärkster Dino, bitte. Oh, ich hab doch so ein gutes Gefühl, mein stärkster Dino. Ich kann nur jetzt Herangriff machen. Wenn ich jetzt absteige, bin ich hier hinten. Ich porte ihn einmal weg. Ich porte ihn einmal nach Hause. Obwohl, ich geh mal dahin. Damit wir vielleicht gleich wieder direkt hierher teleportieren können. Oh, das wäre so ärgerlich. Er ist nicht mitgekommen. Wieso ist der nicht mitgekommen? Leute, ich bin. Nein, nicht meine Krabbe, nicht Mr. Krabs, Mann. Bitte geh jetzt einfach wieder. Funktioniert jetzt bitte wieder. Ne, ich kann nicht mal aufsteigen gerade. Sogar das Aufsteigen klappt ab und zu gar nicht richtig. Hä? Er haut! Er haut nur einmal! Nein! Och komm! Da kann es sein, dass er gerade nur keine Animation hat, aber trotzdem haut. Wir müssen mal eben testen, ob hier irgendwas ist, was irgendwas kleineres ist, was wir mal schlagen können. Also das Ding ist, wenn ich absteige, bin ich auch wieder Lampukistan. Ey, er hört sich irgendwie so an, als wenn er auf irgendwas draufhaut. Und jetzt auch einfach nichts, wo wir draufhauen können gerade. Wenn ich jetzt absteige? What the fuck, Alter. Och, nö. Ja, ich mach wohl einen neuen Pokéball und fange den nochmal ein und hoffe aufs Beste. Bis gleich. Leute, ich bin zurück mit Hyperbällen. Wünscht mir Glück. Bitte wünscht mir Glück. Ich kann euer Glück jetzt wenig gebrauchen. Ah, bitte, bitte. Was? Oh lol, wo kommst du denn her? Hör auf, lass mir Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ich will einfach nur meine Krabbe wieder haben. So. Und ich werfe dich mal da irgendwo hin. Was? Was? Ich hab den da hingeworfen und er ist weg. Er ist weg. Er ist komplett weg. Oh nein, Mann. Oh. Er ist einfach weg. Oh nein. Oh Mann. Und ich dachte, das mit dem Pokémon wäre eine gute Idee. Weh, du schießt auf mich. Ich hau dir so eine runter. Wage es nicht. Ich bin gerade sauer. Och, komm, ja. Okay, okay. 1 gegen 1, hä? Ja, dann ist es halt so. Da, Junge. Deiner scheiß Armbrust. Ich hasse dich. Gangplank. Ich
Voll so eine. Okay. Wie viele Topo hast du bitte? Ja, ja, renn lieber weg. Ja, ist besser für dich, Junge. Da, da. Ist noch eine. Ja. Das hast du davon. Mein Krabbe ist weg. Da lehnt man sich nicht mit mir an. Mein Krabbe ist wirklich weg. Oh nein, Mann. Das kann nicht sein. Ich dachte. Oh. Keine Wiff, die nur so Pokébälle tun. Die müssen, das haben wir jetzt gelernt. Ich gehe jetzt noch einmal zurück zur Base. Dann porte ich mich dann nochmal kurz hin. Nur um zu gucken, ob das wirklich kein Bug ist. Und dann, ja. Okay, Pokébälle, die werfe ich gleich so wie im Müll. Ah, oh, ich werde depressiv. Oh, so ein Ding habe ich noch nie gesehen. Dann save ich mir das, töte damit Bosse und dann verschwindet das nächste Folge. Was hätte so schön sein können, so ein unbesiegbarer Krampus. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? So. Oh wow, hier bin ich. Stimmt. Und fliege nochmal eben schnell einmal wieder hoch. Oh, bitte lass den da jetzt einfach stehen. Bitte. Und lass den einfach wieder alles können. Von mir aus nehme ich auch den Pokéball-Effekt wieder runter. Ich lasse ihn wieder komplett normal werden. Aber warte, wir können ja mal eben in Spyglass noch gucken, ob hier der irgendwo unter der Erde ist. Leute, er steht hier wieder! Oh, 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 bitte, bitte, mach was, bitte, 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 mach was, bitte. Bitte. Ich nehme dir diesen scheiß Effekt wieder weg. Ich kann nicht mal drauf sitzen. Och, oh doch. Ah, er schlägt nur einmal. Warum schlägt er nur einmal? Ich verstehe es nicht. Aber ich nehme dir diesen Effekt wieder weg. Und vielleicht können wir Freunde werden, vielleicht. Oh Mann. So, jetzt muss ich irgendwie muss ich den wieder zum Laufen kriegen. Ich weiß nicht wie. Aber das ist einfach mein Lieblingstierchen im Moment. Ah, der ist halt so verpackt. Ich kann halt nicht mit ihm angreifen gerade. Und er macht doch wirklich nichts. Ich hau gerade die ganze Zeit. Er macht halt gar nichts. Oh, ich hätte so gerne damit einen Boss weggehauen. Aber dann holen wir uns gleich den Affen ran. Geht ja nicht anders. Oh, das ist so tragisch. Das ist wirklich tragisch. Ich überlege gerade, wie mache ich das am klügsten, dass wir den wieder zu laufen bekommen. Naja, okay, bis gleich. So Leute, wir gehen jetzt mit dem Affen hier in den Kampf und hoffen, dass das auch gut läuft. Ich habe gerade überlegt, also ich bin gerade wegteleportiert, nochmal hinteleportiert, habe noch die ganze Zeit Kram gemacht, bin wieder dahin gegangen und der ist immer noch verbuggt. Und jedes Mal, wenn man irgendwo hinläuft und dann absteigt, teleportiert man wieder dahin, wo der war. Also hat sich nichts geändert. Ich denke, wenn ich den Server neu starte, könnte der vielleicht gefixt sein. Ich hoffe, dass es so ist. Ich lasse ihn jetzt einfach da stehen. Eigentlich kann ihm da ja nichts passieren soweit. Und ich hoffe, dass der nächste Folge wieder vernünftig funktioniert. Und ich hoffe, dass wir mit dem Kollegen hier den Boss easy wegklatschen. Mit dem machen wir gar kein Damage. Und er macht uns viel mehr Damage. Also wir machen ihm schon Damage. Aber Alter, das wird viel schwerer als das letzte Mal. Rechtsklick macht Rechtsklick mehr. Der Rechtsklick macht auch nicht mehr. Er macht uns halt fast gar keinen Schaden. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber Junge, wie lange wir da drauf rumhauen werden? Was zum Teufel? Ist ja viel höheres Level oder ist einfach unsere Krabbe so viel stärker? Unsere Krabbe ist wahrscheinlich viel stärker, oder? Wie wenig Schaden der haben wir? Also der macht mir eigentlich viel Schaden? Doch, eine Milliarde? Aber man sieht es halt nicht mal. Das sieht so krank aus. Okay, ja, ich werde hier noch ein bisschen drauf rumprügeln. Was ich gerade überlege, kann ich die Krabbe vielleicht auf neutral machen, dass sie mit draufhaut? Ist das dumm oder ist das klug? Ich glaube, das ist klug, oder? Wir probieren das einfach mal. Komm mal mit. Komm mit zu Krabbi. Oh nein, er ist geheilt. Och, nö. Und wenn die Krabbe mit draufhaut, ist er schnell down, eigentlich. Denke ich. Ey du, mach mal neutral hier. Brauch dich. Ey. Die macht nicht mal was, wenn die auf neutral ist. Come on. Diese Kackkrabbe. Oh Mann. Kriegst du Schaden hin? Nee, ne? So was können wir nicht eigentlich gebrauchen zu gar nichts. Oh, das hätte also schön sein können, ja. Okay, da hau ich jetzt erstmal ein bisschen auf den Kollegen hier rum. Das wird ein bisschen dauern und dann komme ich wieder. Dann zeige ich euch, was ich für Loot bekommen habe. Bis gleich!
Okay, Leute, jetzt ist er fast down. Wir haben ihn fast. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Mein linker Finger kann schon fast nicht mehr links klicken. Aber wir haben ihn. Zum Glück. Und jetzt haben wir nur die Kacke bekommen. Genau dieselbe Kacke. 300 Money und dann diese Bank und dann dieses Dings. Also nichts Neues. Och man, Krabbe. Ich finde das so schade mit der Krabbe gerade. Ich glaube, mit der hätten wir jetzt so schnell weggekloppt wieder. Oh, ist das bitter. Und dieses Pferd habe ich auch noch nicht wieder gesehen. Das Pferd habe ich einfach einmal getreten und es ist abgehauen. Das hätte ich auch so gerne gezähmt. Einfach mal um zu sehen, wie stark das ist. Aber ich denke mal, dass es nicht so super stark ist, aber... Oh, Mann. Oh. Heute läuft wieder gar nichts. Wie kann das sein? Ich dachte, das wäre so eine gute Idee mit dem Pokémon. Und dann wieder nur Kacke. Oh. Okay, ich würde sagen, ich gucke mal, was mir noch so einfällt. Vielleicht können wir die Affen noch fahren. Das können wir vielleicht noch versuchen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder und ich habe soweit alles vorbereitet. Ich hoffe, dass es alles klappen wird und nicht wieder irgendwie noch auf einmal nicht mehr angreifen kann und irgendwo hin teleportiert. Aber es sollte klappen. Hoffentlich. So, packen wir hier mal ein bisschen Element rein. Hier, da. Zack, 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 zack. Und dann müssen wir eigentlich nur Change Remote machen und dann Allow Breeding Pulse. Das müsste das eigentlich sein, glaube ich, oder? Wir probieren es einfach. Muss ich dir noch ein Geschlecht geben? Ich habe keine Ahnung. Weil die haben beide kein Geschlecht, ist mir mal so aufgefallen. Oh nein, als ob die das nicht abbekommen. Die haben das nicht abbekommen, oder? Paarung aktiviert. Paarung aktiviert. Mach mal bitte. Bitte? Die haben kein Geschlecht. Kann man bei denen überhaupt irgendwas machen? Sind die überhaupt beeinflussbar von so einer Kacke? Ich glaube nicht. Oh nein. Ich wette schon, jetzt kriegen die beide das männliche Geschlecht. Das ist schon wieder alles für den Arsch. Gender Swap. Was muss ich machen? Corrupt. Junge, was gibt's da alles für... Aberrant Pulse, was gibt's da alles für einen kranken Kram? Seit wann gibt's sowas? Gender Assignment Pulse. Dann mach ich das mal. Kriegen die jetzt ein Geschlecht und dann können die hoffentlich Kinder machen? Kriegen die überhaupt irgendwas? Oh nein. Ich glaube, Mephdinos werden von der Kacke nicht getroffen. Wollen die mich flachsen, ey. Oh Mann, meine ganzen Pläne heute sind für den Arsch. Warum? So, Leute, da bin ich wieder. Und tatsächlich habe ich gerade was anderes gemacht, kurz dazwischen. Nämlich war ich eine halbe Stunde unterwegs und habe einen Phönix gejagt. Und ich habe es nicht hinbekommen, diesen Phönix zu zähmen. Da stand... Weil das K.O.-Tame ist, das habe ich immer erst mega spät gereiht. Also bin ich erst mal eine halbe Stunde hinter dem hergeflogen und wollte ihm die ganze Zeit diese Mythbates geben, aber das hat nicht geklappt. Und dann habe ich die ganze Zeit auf den rumgeschossen und der wurde nicht betäubt. Aber das hat also alles irgendwie überhaupt nicht geklappt. Aber ich kann euch mal kurz ein paar Clips einblenden. Ich werde das jetzt nicht komplett zeigen, weil das war einfach mega langweilig, weil ich weiter nur hinterher geflogen bin. Sieht eigentlich ganz dick aus. 420 ist der nur. Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht zu weit. Wenn das wieder so ein Dino ist, dann raste ich aus. Oh Mann. Ah. Hör auf, wegzufliegen. Ach, der ist Level 420. Warum tue ich mir das überhaupt an? Flieg gegen Scheißberg, bitte. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Bitte, ja, bitte, bitte. Bitte, Berg. Mach deinen Job. Bitte, hör doch auf. Wo willst du noch ganz hin? Nein. Dauerhaft, ist das K.O.-Tape? Der ist aggro. Der ist aggro und fliegt weg. Dieser Moment, wenn man nach einer Ewigkeit feststellt, dass das ein K.O.-Tame ist. Das ist einer der einzigen K.O.-Tames, die ich bisher bei Myth gesehen habe. Und ich fliege da seit einer halben Stunde hinterher. Da. Wie viel Topo hast du? Wie viel Topo hast du? Tameable K.O. Hä? Kann das sein? Nö. Nee, ich hab keine Bock. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt im Wald. Und das hat einen Grund. Nämlich habe ich hier gerade einen Spinnenboss gesehen. Und den Spinnenboss, den muss ich unbedingt verprügeln. Ich will unbedingt wieder diese ganzen Dinos haben und ich hoffe, dass wir das wieder hinbekommen, so wie vorher. Das wäre mega, mega nice. Lol. Der hält so viel aus, ne? Dieser Gockel. Das ist krass. Der hat einfach einen Schlag von meinem Affen ausgehalten. So, und ich hoffe auf jeden Fall, dass der Spinnenboss besiegbar ist überhaupt mit dem Affen. Ich weiß gar nicht, wie wir das. Ja, wir haben das letzte Mal mit dem Affen gemacht, ne? Hallo, Mr. Mythblade, Sir. So,
Zack. Dino 8 machen wir mal zur Sicherheit rein. Ja, das mit dem Phoenix war ein kompletter Reinfall. Das ist echt so bitter. Den hätte ich auch gerne mal gehabt. Aber wenn es nicht bitter geht, nicht so. Eigentlich müsste ja gleich hier irgendwo sein. Da! Oh. Okay. Ich bin bereit. Nach all den Fails, bitte kein Fail mehr. Bitte kein Fail mehr. Okay, das sieht auch gut aus. Wow, ich hatte kurz ein bisschen Angst, aber es war ja halt. Junge, ganz ruhig, ganz ruhig. Easy. Junge, die machen echt gemeine Sounds, ne? Ist da irgendwas. Oh mein Gott, bitte! Lass dir was gedroppt haben. Oh, hier ist was. Ah, das ist von dem. Nice! Und das packen wir jetzt direkt in den Kühlschrank und nächste Folge werden wir dann austesten. Oder ich überlege, ob ich die jetzt noch schnell sammeln. Ne, wir packen die Kühlschrank. Das kann nicht nochmal schief gehen. Letztes Mal habe ich echt zu lange zwischen den Folgen gewartet wahrscheinlich. Aber diesmal wird das nicht passieren. Was haben wir wieder dasselbe bekommen eigentlich? Mit Red Dragon? Wir haben wieder den Thylacoleo dazwischen. Wir haben wieder diesen Poison Manticore dazwischen. Von daher denke ich mal, dass man da immer dieselbe bekommt. Aber das ist nice. Die probieren wir nächste Folge aus. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüss.